ein neuer Tag, ein neues Glück. Also quasi im Spiel. Weil Pech in der Liebe haben wir schon, somit müssen wir Glück im Spiel haben. Jetzt ist die Frage, wo geht's weiter? Herzlich willkommen zurück zu Spider-Man, ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Nun, wir haben alle Kingpin-Verstecke, wir haben alle Wahrzeichen, wir haben alle Rucksäcke. Es schaut so aus, als wäre jetzt tatsächlich nur aktuell die Hauptquest ausständig. Und die Hauptquest heißt, ein denkwürdiger Tag. Mit 250 EP, das klingt so, wie wenn es nach einer Minute vorbei ist. Okidoki, schwingen wir mal. Oh, das schaut so geil aus. Das ist nicht mal die Remastered-Version, Leute, und das schaut so geil aus. Es ist ein PlayStation 4-Spiel, was ich gerade auf der PlayStation 5 spiele. Ich weiß nicht, ob die PlayStation 5 da was nachbessert im Rendering. Oder quasi höhere... Juhu, meine Anzugkraft ist wieder bereit. Diesmal habe ich nur einen Tag. Zwischen den Sessions verstreichen lassen. Heute ist wieder Feierabend. Bei mir ist heute der 10.08.2022, 18.25 Uhr, herrlich. Ich habe heute schon seit 15 Uhr Feierabend. Kinderfreunde, denn diese Lektion hier müssen leicht zu beeindruckende Kinder einfach hören. Mein Gast heute ist ein Mann, der auf die harte Tour gelernt hat. Spider-Man nachzumachen ist nicht cool. Darf ich bitten? Also, ich wollte Verbrecher bekämpfen und Freunde helfen. Und ich bin ein großer Fan von Spider-Man. Also habe ich ein Kostüm angezogen und versuchte, ihm leicht zu tun. Mann, das war echt ein Fehler. Wäre fast draufgegangen. Zum Glück hat der echte Spider-Man mich gerettet. Ich darf Sie unterbrechen, denn der springende Punkt wurde bereits genannt. Wer sich verhält wie Spider-Man, wird sterben. Lass es bleiben, Kids. Das war eine weitere Lektion fürs Leben von Onkel Jonah. Oh Gott. Das Schützen. Das ist zu witzig. Oh, jetzt geht's mit Otto Octavius weiter. Alles klar. Ah, er will immer anecken bei Spider-Man und jeder Anrufer sagt, na, der ist eh cool. Schau, lauter Solarpaneele. Saumäßig verlegt mit den Kabeln einfach so. Das ist wirklich saumäßig, aber egal. Komm, gehen wir's an. So hat es jetzt geklungen, gefühlt, als er sich die Haare gemacht hat. Aber vielleicht täusche ich mich gewaltig. Was ist da los? Ich bin leise. Ich bin lieber leise. Wie funktioniert das? Genau wie ein echter Arm. Sie denken an das, was er tun soll und... Ja! Hey! Hey! Was soll das denn werden? Die Anlage ist ein Sicherheitsrisiko. Sofort aufhören! Die Ausrüstung ist sehr empfindlich! Das reicht. Ich rufe das Büro des Bürgermeisters an. Peter Parker! Verdammt, wie geht's dir? Wenn man vom Teufel spricht? Mr. Osborn! Oh, bitte. Wie lange kennen wir uns schon? Es heißt Herr Bürgermeister. Sag Norman. Norman! Norman, was soll das hier werden? Die Zuschussvereinbarung beinhaltet strenge Sicherheitsklauseln. Dies ist nicht der erste Verstoß. Das wurde schon geklärt. Von mir? Wir hätten die Ausrüstung längst konfiszieren sollen. Aber ich hatte einen Durchbruch. Oh. Danke. Für ihre Dienste an unserem Land. Diese Leute begleiten Sie zu Oscorp Robotics, wo Sie die neueste Prothese erhalten. Kostenlos. Es geht gar nicht um Sicherheitsbedenken, nicht wahr? Ich versuche zu helfen, Otto. Du kannst die Arbeit fortsetzen. In einer sicheren Umgebung. Bei Oscorp. Du warst schon immer der klügste Kopf im Raum. Du hast dich nicht verändert. Kein bisschen. Du dich auch nicht. Hey, Peter. Harry kommt Anfang nächsten Jahres aus Europa zurück. Vielleicht könnt ihr dann das Geschäft starten, von dem ihr gesprochen habt. Das ist doch eine tolle Chance. Ganz ruhig. Die haben ja nicht alles mitgenommen. Wir fangen einfach von vorn an. Peter, es gibt kein Wir.
Ohne die Zuschüsse der Stadt kann ich sie leider nicht mehr bezahlen. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Ich rate Ihnen, finden Sie einen neuen Job. Oh, armer Otto, wie ich es mir dachte. Das ist einfach was Kurzes, was irgendwie in der Handlung ein bisschen was vorantreibt. Das ist halt echt doof, weil Otto ist eigentlich ein netter Kerl. Und Peter, warum? Warte mal, ich kann sie nicht mehr bezahlen. Peter ist sowieso immer im Rückstand mit seinen Rechnungen, auch wenn er bezahlt wird. Ja, das macht ja keinen Unterschied. Und er wird sicher einen Job finden, aber trotzdem. Das ist jetzt der Zeitpunkt, das wollte ich sagen. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo Otto Octavius wahrscheinlich zu Doc Ock wird, weil er irgendwie in Verzweiflung sagt, okay, jetzt mache ich ganz schnell einen Schnellschuss mit irgendeinem Durchbruch und dann wird er zu Doc Ock, weil irgendwas dann weiß schief geht. Davon gehe ich jetzt mal aus. Leute, ich weiß nicht, was wir machen sollen jetzt an der Stelle. Wir könnten natürlich Schlägerverbrechen lösen. Ich überlege nur, wo. Weil hier, in der Gegend, da fehlt uns noch ein Schlägerverbrechen. Da könnten wir eigentlich hingehen. Das heißt, in den Osten. Wandern wir doch in den Osten aus. Ich würde Doc gerne helfen. Ob ich Harry anrufe? Er könnte mit seinem Dad reden. Nein. Norman würde nie auf Harry hören. Wollte sogar nicht. Die Gelder für seine Forschungsstationen stoppen. Hey, eine der Stationen ist in der Nähe. Mal sehen, wie es läuft, während Harry in Europa ist. Oh Gott, das ist jetzt unser Ziel. Kann ich Doc helfen? Ich lasse mir was einfallen. Bitte sag nicht, du sagst den Dialog nochmal. Das würde mich jetzt echt ein bisschen ankotzen. Aber nur minimal. Nein, ankotzen. Nerven. Lästig sein. Weil wir hatten das schon mal mit allen Sendetürmen oder so. Coole Kirche. Das muss so heftig wirken, wenn Spider-Man immer wieder vorbei schwingt. Aber irgendwann wird es wahrscheinlich so normal sein, das Ganze. Ich schaue jetzt mal, ob ich hier irgendwo... Jawohl. Genau das haben wir gesucht. Sie Spinner! Wir sind friedfertige Leute! Verschwindet oder ich blase euch weg! Ah! Junger Mann! Jawohl! Ich halte den Wagen jetzt an! Los, Spider-Man! Diese Eier, die fällt in den nächsten Fest! Jawohl! Oh, schnell! Baby! Das war gut! Verstärkung! Natürlich! Das nennt man wohl organisiertes Verbrechen! Wow, ein Brecher! Warte mal. Hopp. Warte. Ich brächte deine Turmknochen. Ja, du brichst immer was. Hopp. Ich brächte die Knochen. Eieiei, nochmal, komm. Schön, dass das ihn erwischt. Ich liebe es, Briefkästen in der Gegend herumzuwerfen. So eine Verfolgungsjagd hält einen ganz schön auf Trab. Jo, und wir haben beide Bonusziele, aber nur eine Verbrechensmarke dafür bekommen. Das macht aber nichts, denn 5 von 5, 5 von 5, 5 von 5, 5 von 5. Ich kann das ewig mal weitermachen. 5 von 5. Und pass auf. 3 von 5. Okay, cool. Dann würde ich mal sagen, gehen wir in die Richtung und machen weiter Verbrechensjagd. Auf Verbrecherjagd. Juhu! Das macht Spaß. Apropos Spaß, Anzüge. Es gibt was Neues. Es gibt nämlich neue Anzugsmods. Projektilschaden, Nahkampfschaden, EP durch besiegte Gegner. So, aber es gibt da was Neues. Fokus von... Erhöht die von Fokus geheilte Menge. Auch nicht schlecht. Scannte Feinde bleiben markiert, bis der Kampf beginnt. Das ist auch irgendwie witzig.
Schauen wir mal, irgendwann vielleicht. So, ja, wir können Netzschieße weiter auf Maximum bringen. Erhöht die Zeit, die die Gegner eingesponnen bleiben. Also, das ist unendlich viel, schaut euch das an. Wahrzeichen und Rucksackmarken, das ist ja lächerlich. Juhu! Gut, hier können wir auch weiter. Das Aufprallnetz schlägt Gegner weiter zurück. 5 Verbrechensmarken ist teuer. Aber ist wurscht. Also, da hier sieht man. Ach so! Okay. Easy. So, können wir das jetzt? Nein, wir haben ja noch keine Forschungsmarken. Wir sollten mal im Labor dann endlich Forschungsmarken bekommen. Uiuiui, ganz vergessen. Was? Es ist so geil. Ich liebe die Schwingerei. Es ist jedes Mal aufs Neue super. Jay John, ne? Leute fragen mich, was ich von Bürgermeister Osborn halte. Aber Ihre Meinung ist viel wichtiger. Fragen Sie den ersten Anrufer. Sie sind live mit Jay Jonah Jameson. Hi, ich finde Bürgermeister Osborn macht einen tollen Job. Er hat in der Stadt aufgeräumt und die Wirtschaft angekurbelt. Bei allem Respekt vor dem Amt des Bürgermeisters. Die Polizei hat für Sicherheit gesorgt. Und Unternehmer haben die Wirtschaft angekurbelt. Ich finde viele Initiativen des Bürgermeisters gut, wie sein Vorgehen gegen Lebensqualität verbrechen. Aber er erntet die Lorbeeren für die Arbeit vieler anderer Leute. Aha. Er hat hohe Ziele. Das ist nicht schlecht. Alter, das Gebäude schaut geil aus. Die ganzen Gebäude hier schauen geil aus. Zielen hüten. Früher sorgt eine wachsame Presse dafür, dass Politiker ehrlich blieben. Aber die ist ein Schatten ihrer selbst. Und jetzt haben sie nur noch mich. Mich? Ah, er ist überhaupt nicht selbstverliebt eigentlich. Nicht ein Stück. So, jetzt sind wir gleich in der Gegend. Wir machen jetzt Verbrechensbekämpfung, hätte ich gesagt. Bekämpfung? Wir sagen dem Verbrechen den Kampf an. So, das klingt besser. Wir machen Verbrechensbekämpfung. Das klingt einfach zu falsch. An alle Einheiten, Entführung gemeldet. Brauchen Officer bei Lennox Hill. Wo ist Lennox Hill? Okay. Ich stelle meine Hörer auf Kampfgeräusche ein. Woo-wee. Warte mal. Hier unten irgendwo? Schaut's aus. Ah, schau. Sie sind in Sicherheit. Das war schrecklich. Danke. Es ist schon sehr repetitiv, das Ganze. Die waren es. Die waren es. Oje. Die Nähte am Kostüm sind echt gut. Ah, schau. Ich liebe das Einspinnen. Das macht einfach Spaß. Komm her. So, wer noch? Oh. Du also. Warte mal, ich kann jetzt dein Ding nehmen. Schläger 1. Boom. Marder. Fucker. Super Sache. Upper East Side. Gut, ich schaue in die richtige Richtung. Norden. Man findet nicht jeden Tag jemanden im Kofferraum. Naja, also ich irgendwie schon. die Sprüche hin und wieder sind echt erheiternd. Sagen wir mal so. Sie sind nicht ultra lustig, aber sie sind erheiternd. Ich bin so schlecht in dem Ganzen, aber es ist trotzdem lustig. Also hier ist nicht so easy. So, ich hoffe, da kommt jetzt noch irgendein Verbrechen dann bald mal daher. Sonst müssten wir schon in den Central Park wechseln. Wir könnten eigentlich in den Central Park wechseln. So gesehen. Jawohl. Wir haben einen Raubüberfall. Wo? Ich sehe ihn nicht. Wahrscheinlich dort, wo wir vorher waren. In der Upper West. East. Upper East, oder? Sicher. Also sehen tue ich jetzt nichts. Gut, machen wir uns einfach auf den Weg mal zur Hauptquest. Es hilft nichts. Wir kommen hier nicht wirklich weiter, kommt mir vor.
Schaut, das ist der Avengers Tower. Avengers. Okay. Ich fahre ein bisschen im Zickzack herum, um zu sehen, ob man nicht das eine ausständige Verbrechen hier... Ja! Super, genau das suche ich schon. Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Nacktbarschaft. Hi. Da wird jemand ausgeraubt. Oh, ihr habt ohne mich angefangen. Meine Anzugkraft schon wieder da. Yep. So, wie schon mal aus. Ist das ein Böser? Ja. Es ist nicht die Fotodame. Huh. Noch wer? Ah, du. Gut. Jeder zweitklassige Gangster glaubt, er sei der neue Wilson Fisk. Tja, sie wandern auch in den Knast. So ist es. Und wir helfen dabei. Was, wir haben verfügbare Fertigkeitspunkte, wirklich? Wusste ich gar nicht. Einer ist zu wenig. Wir brauchen für Griff und Wurf brauchen wir zwei. Ich bleibe noch ein bisschen im Central Park hier, um zu sehen, ob es hier doch vielleicht noch was gibt. Schaut aber aktuell nicht so aus. Okay. Fisk Tower. Oh, J. Jonah Jameson. Ich verbreite nicht gerne Verschwörungstheorien. Es sei denn, es könnte was Wahres dran sein. Wie bei dieser. Spider-Man soll sich in der Nähe von Funktürmen rumtreiben. Ah, das kennen wir schon. Ich dachte, ich wollte sie sabotieren. Aber dann kam mir ein weitaus alarmierenderer Gedanke. In seiner kranken Einbildung, er würde uns beschützen, hackt er vielleicht alle unsere Gespräche. Oh mein Gott, alle nämlich, ein Mann. Kreditkartentransaktionen. Wie die NSA. Persönliche Gespräche mit der Frau auf meiner langen, einsamen Lesereise. Also irgendeine Lesereise natürlich. Ich rede nicht von mir selbst, sowas mache ich nicht. Und wer denkt, er hätte solche Aufnahmen von mir, liegt falsch. Da kommen wir plötzlich... von ihm freiwillig seine Geständnisse raus. Das gibt's hier gar nicht. Spider-Man. Hi, das bin ich. Geilo. Okay. Leute, dann schauen wir mal zu Harrys Herzensprojekt nach dem Cut.